life short casing. Oh. It was like this. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum Klemmride in Saalbach hinter Klemm. Ihr habt es gerade schon gesehen, der Thomas Lemong ist hinter mir aufs Hotel gesprungen. Wir sind hier bei einem Slopestyle Event und es ist der einzige Kurs, der über ein Hotel führt und den dazugehörigen Hotelpool. Ihr werdet das Ganze gleich sehen, wenn ich den Kurs testfahre. Hier ist der Sprung, der weiter oben liegt. Man fängt oben an, zwei, drei Obstacles, dann kommt der Kurs über das Hoteldach mit dem Pool und dann kommt man in die Zielarea und springt nochmal über so einen Fluss. Erster Lauf. Kleine Kurve mit Slipdown. Myself that I will wake up. Why can't I wake up? Telling myself you gotta get up. How do I get up? Ich bin jetzt hier den Step Up hochgerannt, weil die Kurve noch komplett nass ist und ich hatte mega Schiss, dass ich wegrutsche. Aber es war eine ziemlich dumme Idee. Aber jetzt komplett geil, fährt man hier über das Hotel, kommt hier hoch auf den ersten Stock, springt über den Pool und hinten dann in den Zielbereich. Ja. Danke. Hallo, Lukas, Lukas. Alright. Okay. Okay. It feels like I lose control. Getting away, but it's hoped and known. Just as long as it's not in control. Hello. Hey buddy. Zwischen den Runs jetzt mit dem Shuttle wieder hoch durch die Straßen von Saalbach. Voll geil. What? You have to take out all the fencing for the actual hotel. No, just building over it. Let's go into the hotels. Alright. Can we go in there? Oh. You can just roll down. Hello! Hey! Boah, mal von hier oben in den Pool reinspringen, das wär's. Ja. Disco out here. Yo!
Und da hinten ist der Zielsprung, den wir immer am Ende fahren. Und der geht über diesen Fluss drüber. Und dann sind wir in dem Hotel untergebracht und da fährt man da hinten hoch. Ganz schön crazy. Über ganz Saalbach geht der Kurs. Hier ist ja ein Boner-Lock auf dem Kurs. Und ich habe ja in Liché schon den Boner-Lock gefrontflippt und mache es auch daheim andauernd. Deswegen denke ich, dass es Zeit ist, den Frontflip jetzt schon auszupacken und mal zu testen, ob es geht. Und nebenbei mega geile Aussicht hier, oder? Oh yeah, but that would have been perfect for... Oh, okay. I wanted to fronty, but you go further. I thought you were gonna... Hey, was that live short case it? I need a lawyer. I need a lawyer. Live short, I need a lawyer. Yeah, okay. that's the fronty speed. Yeah. Is that happening now? Uh-huh. Go on then, send it. Stun it. I can film it if you want, or you want it all on there. Maybe that would be even better. I wanted like to be on top down, but it. Yes! Oh, sick! Oh, sick! Yeah. That's rad. It was still life short, case it. Yeah. Gonna need a lawyer for that one. Heute ist Samstag, heute ist Quali und Finale. Gerade ist noch ein bisschen Training, wir fahren noch ein paar Runden auf dem Kurs. Ich bin hier natürlich auch mal eine Runde Big Bike gefahren, davon kommt die Tage auch ein Video, also könnt ihr euch drauf freuen, endlich mal wieder Downhill. Alter, Worst Case. It was like this. 3,9 war sick. Danke, aber... So ein Knoten dort. Ja, wie so ein Mädel. Life's E-Short. Stunted, ja man. Mein gutes Longsleeve verheddert sich in der Bremse. Ah. Also ich bin nach dem ersten Lauf mit 68,66 Punkten 12. Ich hatte echt ein paar kleine Fehler. Ich wollte natürlich einen 360 Tailwhip to Barspin machen, habe nur einen 360 Tailwhip gemacht. Und dann hatte ich irgendwie zu wenig Schwung da hoch und bin hochgefahren und habe diesen Double Bar gemacht, also so an der Wand hochgefahren. Aber ich dachte eigentlich, dass das trotzdem ganz cool war. Und dann den Cork 7 am Ende, aber ja, ich hätte gedacht, ich habe irgendwas in den 70. Aber ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu verbessern und ich hoffe, ich kann noch was oben drauf legen. Trotzdem bin ich stoked, mal einen Cork 7 in einem Contestlauf gemacht zu haben. Ja! Am Eisdad hat seinen Run verkackt und ist in den Pool gesprungen. Yeah.
Ich muss mal im Hotelzimmer das Outro machen, weil hier draußen war es jetzt mega laut. Ihr habt den zweiten Run gesehen. Ich habe einen Barspin mehr gemacht, nämlich oben diesen Double Truck da raus und dann wieder das genau gleiche Prozedere wie zuvor. Ach nein, den Tailwhip hoch. Hab einen Punkt weniger bekommen, obwohl ich einen Trick mehr gemacht habe. Aber whatever, ich denke schon, dass ich eventuell für den ersten Run, habe ich schon gedacht, ich krieg 75, 76, 77, 78 Punkte, irgendwie sowas. Aber was soll's, es hat trotzdem Spaß gemacht, hier in Saalbach Fahrrad zu fahren. Ich bin auf jeden Fall stoked, man muss ja immer das Positive mitnehmen, ich bin auf jeden Fall stoked, dass ich einen Coke 7 zweimal in den Runs gemacht habe. Also die waren rein, da bin ich stoked drüber. Ja, wie gesagt, es kommt noch ein Big Bike Video hier aus Saalbach, weil ich bin gestern Big Bike Shredden gewesen mit einem Kumpel. Darauf könnt ihr euch freuen. Endlich wieder Downhill Action auf dem Big Bike. Danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Geilsten. Peace!